Okay, ich bin Vincent und ich zeige jetzt hier ein Tool zu, hallo, Meta-Wahl heißt das. Und das ist ein Tool, bei dem ich die Fragen und Antworten, die Thesen aus dem Wahl-O-Mat auf eine neue Art und Weise dargestellt habe. Ich bin Softwareentwickler und mache so, ja, so Civic-Tech-Projekte und verschiedene solche Sachen. Also Wahl-O-Mat kennt ihr wahrscheinlich. Ist so, man hat da diese ganzen Fragen und sagt dann, was man selber will, und das wird verglichen damit, was die Parteien wollen. Und dann sagt es einem am Ende, welche Parteien am ähnlichsten sind so zu den Sachen, die du willst gerne. Und das wird immer vor den Wahlen gemacht. Das gibt es schon ganz schön lange, seit, ich glaube, 16 Jahren. Und es gibt schon 45 Wahl-O-Maten. Und nach der Wahl ist das immer weg. Und ich habe dann gedacht, es wäre irgendwie total cool, wenn man auch nach der Wahl was damit machen könnte, weil es sind ja eigentlich total interessante Informationen, die da so, ups, die da so drin sind. Genau, und was ich dann gemacht habe, das sieht am Ende so aus. Das ist jetzt erstmal nur so vom Überblick her. Ich zoome gleich nochmal rein. Ihr seht hier die ganzen Fragen aus einem Wahl-O-Mat. Jede Zeile ist eine Frage. Und man sieht hier immer daran, wie viel blau ist und wie viel rot, wie viele Parteien dafür sind, für diese These und wie viel dagegen. Also da ganz oben sind so Sachen, die wollen eigentlich alle. So, das ist eigentlich gar keine Frage, das ist vollkommen klar. Und ganz unten sind die Sachen, die eigentlich keiner will. Und hier in der Mitte sieht man, sind so die Sachen, wo es irgendwie Unterschiede gibt, worum gestritten wird. Und was jetzt interessant ist, ist, es kommen in verschiedenen Wahl-O-Maten kommen immer wieder ganz ähnliche Fragen. Aber die Antworten von den Parteien, die ändern sich. Also nur weil es jetzt die CDU ist oder so, und die beim einen Mal was gesagt hat, sagt die beim anderen Mal was ganz anderes. Das ist manchmal, weil das in einem anderen Bundesland ist, bei einer anderen Wahl oder auch einfach, weil ein paar Jahre vergangen sind. Genau, erstmal nochmal kurz reingezoomt. Also man sieht hier, zum Beispiel, genau, diese Blöcke sind unterschiedlich breit, je nachdem, wie viel Stimmen die Partei bekommen hat. Also die CSU hat mehr Stimmen als die FDP und die sind blau, wenn die Partei dafür ist und rot, wenn die Partei dagegen ist. Also hier ganz oben sind alle dafür, hier zum Beispiel sind die Grünen dagegen. Und hier sieht man dann die Fragen, die dazu gehören. Also zum Beispiel mehr Ärzte im ländlichen Raum, das wollen alle. Und dann eine andere Frage, so wie hier, ein Gratis-Ticket für alle Schüler, Studenten und Auszubildende, dass jeder irgendwie rumfahren kann und sich nicht Fahrkarten kaufen muss. Da sind nur die Freien Wähler dagegen. Alle anderen Parteien haben gesagt, ja, das wollen wir auf jeden Fall, das ist eine coole Sache. Und was jetzt interessant daran ist, hier sieht man das nochmal, das ist jetzt die Detailansicht, wenn man da drauf geht. Die Frage mit dem Schülerticket für ÖPNV. Das Interessante ist, es gibt hier unten aus dem Archiv, gibt es dann andere Fragen in der Vergangenheit von anderen Ausgaben vom Wahl-O-Mat, wo auch sowas Ähnliches schon mal gefragt wurde. Und da sieht man zum Beispiel hier, in Baden-Württemberg 2016 und 2006, das sind ganz ähnliche Fragen, aber die Parteien sagen ganz andere Sachen. Hier ist die CDU dagegen und die FDP. Und es ist tatsächlich so, dass diese Sache mit dem Schülerticket war jetzt bei der Wahl in Bayern das erste Mal so, dass es tatsächlich eine Mehrheit gab, die dafür waren. Es war eigentlich immer so, nee, wer soll es bezahlen und so, nee, wollen wir nicht. Und das finde ich total interessant, weil wenn man sich jetzt den Wahl-O-Mat anguckt, sieht man das erstmal gar nicht. Man weiß vielleicht gar nicht, dass es irgendwie wann anders oder woanders anders war. Und die Fragen haben alle so Tags hier unten. Und darüber findet die Internetseite dann, also Meta-Wahl findet dann andere Thesen, die ähnlich sind. Also diese Fragen werden dazu angezeigt, weil die alle getaggt sind mit kostenfreiem Nahverkehr. Man kann da jetzt raufgehen und sieht dann,
alle Aussagen aus den letzten 16 Jahren, aus allen Wahl-O-Maten, die Parteien zu kostenfreiem Nahverkehr gemacht haben. Genau, und jetzt, ich weiß nicht so genau, wie, ob ihr schon so voll die Hacker seid oder irgendwie noch nicht so richtig. Und deswegen, ich wollte aber einfach mal ein bisschen zeigen, irgendwie, wie man sowas macht. Was jetzt hier dahinter steht, sind ja einmal die Fragen aus dem Wahl-O-Mat und dann die Wahlergebnisse. Und es ist bei beiden leider nicht so, dass man so einen kompletten Datensatz irgendwie bekommt, wo alles irgendwie drin steht. Das heißt, ich musste mir das dann irgendwie selber zusammensuchen. Aber das Coole ist, bei den Wahldaten zum Beispiel gibt es von der Tagesschau so eine Internetseite. Da ist das Bild wieder. Genau, und weil es eine Internetseite ist und keine App, kann man da hingehen und das rechts anklicken und hier auf Untersuchen gehen. Hier sieht man zum Beispiel, die CDU hat 26% bekommen bei der Wahl. Dann kann man hier auf Untersuchen gehen und dann bekommt man diesen Code, der hinter der Internetseite steht. Und dann kann man ein Programm schreiben, was sich diese Daten dann da rausholt. Das guckt dann hier, okay, da steht CDU, 26%. Geht einmal dieses Programm auf jede Seite zu einer Wahl von der Tagesschau. Und rumzoomen. So, genau. Und macht dann daraus so eine Datei. Da steht das jetzt hier schön alles so aufgelistet, dass das irgendwie ein Programm lesen kann. Dann habe ich hier, weiß ich nicht, AfD hat, das sind Prozent, 12%. Das ist jetzt JSON, das ist ein Format, mit dem man total super programmieren kann. Findet man irgendwie Tutorials, mit denen man da irgendwie was mitbauen kann. Und auf eine ähnliche Art und Weise habe ich auch die Fragen vom Wahl-O-Mat bekommen. Ein Bekannter von mir hat so ein Programm geschrieben, was einmal zu jedem Wahl-O-Mat gegangen ist und dann sich die ganzen Fragen daraus gezogen hat, das alles in ein großes JSON-File getan. Und dann kann man das zusammentun und bekommt dann hier, habe ich dann einfach in dem Design von der Seite angegeben, dass dieser Balken 26% von dieser ganzen Breite sein soll. Und ja, das ist so im Prinzip die Idee, dass man sich bei Internetseiten einfach so Programme schreiben kann, die da irgendwelche Informationen rausziehen, die in so ein Format tun und dann was ganz anderes draus machen oder das kombinieren mit anderen Sachen. Genau, und jetzt zum Ende wollte ich nochmal was anderes zeigen, was jetzt, also auf Meta-Wahl kann man halt, hat man einmal so dieses ganze Archiv, die ganzen Fragen, ist alles getaggt, also man sieht alle Fragen zu einem Thema aus allen Wahlen zusammen. Aber da kann man ja halt auch noch andere Sachen mitmachen. Und zwar, ich hatte jetzt hier gerade letzte Woche so ein bisschen rumgebastelt. Sieht man das? Wo ist meine Maus? Ah, da. So, das hier ist jetzt so eine Animation. Also da sind ganz viele Punkte. Und jeder von diesen Punkten hier ist ein Tag. Und die sind unterschiedlich groß, je nachdem, wie viele Fragen es in allen Wahl-O-Maten gab zu diesem Tag. Also zum Beispiel zum politischen System oder zur Schule gab es ziemlich viele Fragen, ein bisschen weniger Fragen zu Wahlrecht. Und ich kann dies mal so ein bisschen auseinanderziehen. Dann sieht man, genau, die sind so verbunden. Also hier hängt zum Beispiel Grundschule, hängt an Bildungspolitik dran, weil es Fragen gibt, die sowohl mit Grundschule als auch mit Bildungspolitik getaggt sind. Also das hier ist eigentlich eine Karte von allen Wahlkampfthemen und wie die zusammenhängen. Und man sieht dann, dass es so Themen gibt wie zum Beispiel, sagen wir mal hier, Energiepolitik. Die hängen halt nicht direkt an der Bildungspolitik dran, aber manchmal gibt es da ganz interessante Verknüpfungen. Und man sieht halt,
welche Bereiche sich eigentlich nahestehen, also zum Beispiel Umweltpolitik, Agrarpolitik, hat hier mit Energiepolitik zu tun, und man kann sich dann hier so durchgucken, wie die ganzen Sachen zusammenhängen. Und was ich auch so interessant finde, ist, dass man hier sieht, was für einen großen Anteil eigentlich Bildungspolitik hat im Wahlkampf, weil das ist einfach so ein Thema, mit dem können alle was anfangen. Und dann gibt es andere Themen wie, ich kann hier mal auf so einen ganz kleinen, weiß ich nicht, hier so, was ist das hier? Deutsche Mark oder die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Da wird halt nicht so viel drüber gesprochen, aber vielleicht ist das ja doch eigentlich auch wichtig. Also so kann man dann aus solchen Daten ganz unterschiedliche Sachen bauen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Daten von diesem Projekt, die sind auch, gibt es eine API, wo man sich zum Beispiel zu einem Tag alle Fragen dann runterladen kann oder die ganzen Wahlergebnisse, genau, und da irgendwas anderes draus basteln. Ja, das wäre es von mir. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder? Ja, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf metawahl.de gehen und euch das mal angucken. Ah ja. Ist es möglich, sich die alten Wahl-Daten-Datensätze auf das Informationsfreiheitsgesetz zu beschäftigen? Also die Frage für die Aufnahme war, ob man die alten Wahl-O-Mat-Fragen sich auch über das Informationsfreiheitsgesetz beschaffen kann. Das ist eine ganz interessante Frage, weil ja, die sind von der BPB gemacht, die Wahl-O-Maten, und die gehört zur öffentlichen Verwaltung, also muss man die Daten bekommen. Aber die BPB möchte nicht so gerne, dass andere Sachen gemacht werden mit den Daten und macht einem das nicht so einfach. Aber ja, das würde im Prinzip auch gehen, aber man kann die sich auch einfach aus den Internetseiten rausziehen selber.